Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Wasted Hour Podcast. Ich bin Martin und für diese Folge traf ich Musikproduzent Frank Sinatra. Wir saßen in seinem Studio in Wien zusammen und haben über seine letzte Platte Midnight Ride 2 gesprochen, wie sehr ihn der Tod von Nipsey Hussle beschäftigt hat, was sein Lieblingsplatz in Wien ist und wie es sich anfühlt, Musik als Job zu machen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen. Herzlich willkommen zum neuen The Wasted Hour Podcast. Hier ist Martin und ich habe, glaube ich, noch nie eine bessere dramatische Einleitung bekommen. Und ich bin natürlich heute nicht allein hier. Ich bin in Wien und mir gegenüber sitzt Frank. Herzlich willkommen. Hey, schön, ja, dich wieder mal zu sehen. Schön das Gleiche. Schön, dass es geklappt hat. Danke für die Gastfreundschaft. Wir sitzen hier in deinem wundervoll kuscheligen Studio. Ja, etwas eng, aber ist cool. Ja. Und dadurch, dass ich ja gestern in Wien angekommen bin und wir auch schon den Abend dafür genutzt haben, einmal ein bisschen durch die Stadt zu laufen und du ja als Wiener Aushängeschild der Stadt auch sehr verbunden ist, war meine erste Frage eigentlich, hast du einen Lieblingsplatz in Wien? Puh, ich glaube, da gibt es zu viele, die ich jetzt nennen müsste, aber vor allem, es gibt halt für jede Situation einen perfekten Platz, sage ich mal. Aber ich würde sagen, mein Lieblingsplatz ist hier bei der Donau irgendwo, bei der alten Donau. Weil ich hier einfach aufgewachsen bin und hier faktisch von null auf, seitdem ich denken kann, hier einfach lebe und hier durch die Gegend spaziere und mit der Donau sehr verbunden bin. Ja. Deswegen, aber klar, die Stadt und so, gibt es natürlich auch super, super Spaces, super Plätzchen, wo man hingehen sollte als Tourist. Hat sich Wien eigentlich so in den letzten 10 bis 15 Jahren stark verändert? Ja, ich meine, ich will jetzt nicht diese alte Leier ausgraben mit die Wohnungen sind unleistbar und dies, das, aber ich grabe sie aus. Ja, nee, es ist, keine Ahnung, es ist schon so, dass halt einfach zum Beispiel, also das beste Beispiel ist ja meine Gegend hier, Kaisermühlen, das war ja in den 70ern ein reines Arbeiterviertel, wo lustigerweise, wo man gesagt hat, dass halt so ein bisschen die Wiener Stritz ist und die Unterwelt sozusagen ihre Wohnungen hat und die Arbeiterklasse und ist zum Teil auch noch so, aber halt, ich merke es halt, dass zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Altbau abgerissen wird, gibt es halt nur mehr Eigentum und Penthouse und dies, das und alles unglaubliche Summen. Also im Prinzip werden die Arbeiter hier systematisch rausgeekelt. Also das ist einfach Fakt. Das ist jetzt kein Hirngespinst oder so, das ist einfach so. Das muss man nur mit zwei offenen Augen durch die Gegend laufen und man merkt das einfach. Das finde ich halt schade, ja, dass das halt irgendwann wahrscheinlich auch so irgendwelchen Bonzen sozusagen, die das Bild hier prägen werden, aber kann man sowieso nicht aufhalten, ja. Aber ich finde es halt schade. Hast du dir mal denn ernsthaft überlegt, eigentlich in einer anderen Stadt zu wohnen, längerfristig, kurzfristig? Voll. Also Berlin zum Beispiel. Ja. Weil ich da viel zu tun habe, einfach mit Berlinern und einfach dort viele Leute kenne, also teilweise mehr Musikleute als hier in Wien, würde ich fast sagen. Aber ich muss sagen, nach 4-5 Tagen Berlin bin ich dann wieder happy, dass ich zu Hause bin. Ich weiß nicht so. Also Berlin ist cool, aber ich glaube nicht, dass ich dort so richtig leben könnte, so richtig. Ja. Also wenn ich dort leben würde, müsste ich irgendwo, weiß nicht, Charlottenburg oder irgendwo, wo es mehr grün ist oder wo irgendein Wasser ist oder irgendwie. Weil in den Beton würde ich, glaube ich, eingehen. Da werde ich hardcore depressiv, glaube ich. Ich bin vollkommen mit dir. Ich finde Berlin immer so mega interessant für 2 bis 3 Tage und dann immer so alles aufzusaugen. Aber ich merke immer schon, wenn ich so nach Hamburg zurückkomme, was ja auch nicht klein ist, aber da kann ich irgendwie so ein bisschen mehr so durchatmen, weil so diese Vielzahl an Eindrücken einfach auch manchmal und Menschen für mich manchmal fast anstrengend auch ist. Ja, es ist halt, man muss halt, also vielleicht ist auch, weil ich, wenn ich dort bin, halt so viel zu tun habe, oft halt so viele Leute treffen und dies machen und das machen. Vielleicht, wenn ich dort einfach jetzt als Tourist wäre, ja, der halt niemanden kennt, würde ich es vielleicht anders sehen, aber halt, ja, für mich ist es halt ziemlich stressig immer und deswegen glaube ich, dass ich schon in Wien bleiben werde. Ist ja ziemlich genau ein Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben auf der Said-Tour in Hamburg. Ja. Legendärer Abend. Legendär ist ja untertrieben fast schon. Ja. Da musst du fast erzählen, was da vorgefallen ist, weil das war ja einfach einer der geilsten Abende überhaupt und der verrücktesten, schrägsten Abende. Ja, also es fing ja natürlich erstmal, also unsere Personal Story, ich sitze hier mit dem Mann, der immer unseren Podcast auch mischt und für den legendären Jingle verantwortlich ist, nämlich dem Maxi, und der ist extra aus München
nach Hamburg gekommen für das Konzert, hatte aber erstmal seinen Flug verpasst und ist dann aber mit vollem Commitment noch in den Zug gestiegen, wurde um 19.30 Uhr von mir am Bahnhof abgeholt, in Empfang genommen mit einem... Gleich mit Bier zum Start. Wie sie es gehört. Na klar. Wir hatten eigentlich beschlossen, weil ich erkältet war, den Abend ein bisschen langsamer zu machen, sind dann direkt im Übel und Gefährlich dann aufgeschlagen. Dann war aber der erste Gin Tonic, ehe ich mir meine Jacke abgelegt habe, schon bestellt. Konzert natürlich super mit Vorband von den AOB-Jungs und Said selber, der da ein komplettes Hack-Album gespielt hat, unterstützt von dir hinten. Ja. Ja, und danach haben wir ja erst noch ein bisschen gequatscht im Backstage, wurden irgendwann rausgeworfen auf die Straße und dann kam das die erschreckende Erkenntnis, dass der Bus, der Tourbus einmal abgeschleppt wurde. Mhm. Und wir nicht genau wussten, A, wo der ist ob, und ob ihr den wiederbekommt. Aber du hast dir dann, glaube ich, ziemlich schnell so eine JBL Soundbox organisiert und darüber irgendwie dein Handy gekoppelt, diverse Beats vorgespielt und dann hat jeder eigentlich so seine neuesten Parts eigentlich zum Besten gegeben. Und für mich war das einfach ein absoluter Hip-Hop-Moment, wie ich mir immer einfach erträumt habe. Und dann sind auch natürlich legendäre, noch längst nicht veröffentlichte Songs, eventuell nie veröffentlicht werdende Songs und Parts vorgetragen worden. Von vielen Leuten vor allem. Da kamen immer mehr Leute dazu und der wollte auch. Und kennst du den, der hat was für den Beat und so. Das war total, ja, das war halt lustig. Also wenn das geplant gewesen wäre, wäre es corny so. Ja. Aber weil es halt spontan war, war es halt mega. Ja. Und es war halt dann immer kälter und es hat dann plötzlich, glaube ich, zum Pissen begonnen. Und dann eben war das Problem mit dem Tourbus. Ja. Und alle so, okay, wo ist der Tourbus und bekommen wir den wieder? Und da ist ja irgendwie das Problemchen gewesen, dass wir so, ich sage jetzt mal Hausnummer, 20 große Merch-Kisten beziehungsweise einfach Kisten mit Zeugs vor dem Eingang gehabt haben. Also okay, gut, Bus ist weg, soweit okay, wir kommen zu Fuß auch wohin, ja, aber halt die Kisten, wie geht das jetzt? Ja, und dann haben wir im strömenden Regen, wirklich strömenden Regen, das untertreibe ich jetzt wahrscheinlich sogar, haben wir mit einfach random Leuten, die dort herumgestanden sind, ja, die wir nicht gekannt haben, mit Homies von uns, wie ihr zum Beispiel, und die ganze AOB-Crew und ich, Said und alle haben halt dann durch halb Hamburg irgendwelche Merch-Kisten geschleppt, die vollkommen durchnässt waren. Und man muss sich ja vorstellen, da war ja damals, das Bühnenbild bestand ja zum Teil aus so einer Oldschool-Parkbank, die halt so voll getaggt war und eben so ein Straßenschild aus Berlin. Und dem Straßenschildständer vor allem. Und diesen superschweren Straßenschildständer, ja. Das heißt, man muss sich jetzt vorstellen, ja, so 20 vollkommen wahnsinnige, ja, besoffene, durchnässte Leute tragen, ich glaube sogar es waren mehr als 20, tragen durch halb Hamburg, ja, diese komischen Kisten, Straßenschilder, irgendwelche Sockeln, die von der Straße abmontiert sind, durch Hamburg. Also es war schon ziemlich geil, diese Blicke und so. Das war schon auf jeden Fall ein Highlight, würde ich sagen. Ich glaube, die Leute haben einfach alles safe gedacht, selbst auf der Reeperbahn, dass wir gerade irgendwas ausgeräumt haben. Hundertprozentig. Und teilweise haben Leute noch so gejubelt, so auf die Art, so, weißt du, ey geil, so, woher gibt's da mehr, woher in dem Lagerraum? Ja. Das war vollkommen irre. Ja. Ja, ich wollte die Gelegenheit einmal nutzen, um einen Ausruf an, glaube ich, Saids Bruder zu machen, mit dem ich dieses schwere Schild da einmal von A nach B getragen habe und mich bei dir entschuldigen, weil ich auf dem Weg dahin einmal das Sixpack habe stehen lassen müssen als Opfergabe, weil es einfach echt nicht mehr weitertragen konnte. Aber ey, was für ein Abend, unglaublich. Ja. Und ich habe es sehr heftig vergessen wahrscheinlich im Suff, aber das war auf jeden Fall ziemlich wirklich daneben und crazy und alles mögliche. Genau, ja, das war unsere letzte persönliche Begegnung und jetzt wollte ich fragen, was war denn dein persönliches Highlight 2019 bisher, wo sich das Jahr wieder dem Ende neigt gerade? Boah, musikalisch oder generell? Generell auch gerne. Wüsste ich jetzt gar nicht. Darfst auch gerne musikalisch antworten. Wahrscheinlich wäre es irgendein Synthesizer, den ich für ein Fünftel vom Normalpreis erjagt habe auf Kleinanzeigen. Das sind so meine Highlights. Aber ja, familiär sowieso gibt es auch Sachen. Aber ja, musikalisch weiß ich gar nicht. Ich habe so viel gemacht letztes Jahr. Aber definitiv meine Midnight Red Platte, also die Fortsetzung, weil ich die so lange rauskloppen wollte und mir so lange unsicher war, wie ich das mache und was ich machen soll überhaupt und wie komme ich da jetzt rüber nach 4 Jahren Instrumentalpause, weil ich halt so viel Rap-Zeug gemacht habe. Ja, das war schon auf jeden Fall mein Highlight, auch eben wie sie angekommen ist und dass die Leute die Platte so gefeiert haben und das so gespürt haben, dass ich da wirklich
meine Inside Out sozusagen. Ja, also ich habe alles, mein Herz da reingeschüttet in die Platte. Und das war mein Highlight, würde ich sagen, musikalisches. Ja, auf jeden Fall. Also das ist aber spannend, dass du das ansprichst. Also ich hätte auch vielleicht im Vorhinein darauf getippt, dass du das sagst. Aber ja, wir haben ja letztes Jahr schon gesprochen, wo du meintest, du hast so und so viele Instrumentals eigentlich schon fertig. Und, für die Midnight Ride 2, die da waren. Ja. Was hat dich dann jetzt letzten Endes bewogen oder angetrieben, die dann rauszubringen? Also was war so die Initialzündung dafür? Ja, ein bisschen auch so der Druck, weißt du, den man sich selber macht. So, okay, du machst zwar viel, aber halt 4 Jahre Instrumental-Pause. Das ist zu lang, habe ich gedacht, okay. Und ich merke halt, dass die Leute immer noch Bock haben. Und vor allem, ich bin ja der ich bin durch meine Instrumentalplatten. Ja, ich war nicht so ein Typ, der jetzt einen Rapper produziert hat und danach war ich halt irgendwie famous oder sowas. Also ich habe halt immer Instrumentalzeug gemacht, bevor ich Rap gemacht habe, also Rap produziert habe. Insofern war das halt sowas wie, das war so wie, als ob ich wieder nach Hause kommen würde, so in meine gewohnten 4 Wände und das war für mich schon super wichtig. Ja. Und wie gesagt, und ich habe da so viel in die Platte reingepumpt an Emotionen und an Herzblut und an allem, was ich jetzt gerade 2019 denke und fühle. Und hätte auch nach hinten losgehen können. Ja? Also da ist jeder Beat bei 70 BPM. Im Vergleich zu anderen ist das komplett eine andere Dimension, aber schon vom Klangbild ähnlich, weil ich halt meine Formel sozusagen habe. Die kann ich gar nicht abschalten, ja? Diese Branky-Formel sozusagen, die in mir ist. Aber halt das Tempo und alles andere ist, war halt komplettes Neuland. Und das hätte auch nach hinten losgehen können. Ja? Dass halt alle sagen, ja, ich weiß nicht, die erste war cooler. Aber es war das Gegenteil, ja. Dass alle gemeint haben, so, die erste war schwer zu toppen, aber ich habe es getoppt. Das war halt wirklich so, also ich habe, glaube ich, keine einzige negative Nachricht. Und ich bekomme auch Sachen so, das weiß ich nicht oder so. Also Leute schreiben mir, weißt du, und ich lese das halt 90% auch, ja. Aber da kam echt, glaube ich, gar nichts, ja, außer Liebe. Und das freut mich natürlich extrem. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall mit einreihen. Also ich habe es ja auch schon persönlich geschrieben, ich finde. Ich habe es mir vorher auch nicht vorstellen können, dass man die noch irgendwie toppen kann, aber ich finde, dass das so ein eigenständiger Sound und ich habe sowas Vergleichbares einfach die letzten Jahre auch nicht gehört und finde, das ist so von den Instrumentalplatten eins der besten Sachen, die ich je gehört habe. Kann man direkt einmal so stehen lassen. Hammer. Es erzeugt ja immer auch so einen ganz bestimmten Vibe, finde ich, die Midnight Ride Songs so selber. Hast du davon Sachen auch so in der Nacht produziert? Oder produzierst du mehr tagsüber? Ich verbaue mir da jetzt voll viel von irgendeiner Illusion, die ich da aufgebaut habe, aber nee, das war alles untertags diesmal. Morgens um 8. Ja, teilweise schon. Ich stehe halt schon relativ so Bootcamp-mäßig auf, so meine Frau geht in die Arbeit so und ich stehe mit ihr auf und habe auch meinen Arbeitstag sozusagen. Also ich könnte mir das gar nicht leisten, wie früher nächtelang bis 4 bis 5 aufzubleiben, weil ich dann meine Frau gar nicht mehr sehen würde. Ja. Also ich würde sozusagen pennen und sie kommt heim und ich schlafe dann. Ja. Also, dann hat man ja nichts voneinander, ja, und insofern war das für mich dann schon logisch, dass ich dann einfach so ein 9-to-5 Anführungszeichen, obwohl es bei mir eher so ein 9-to-10 ist. Okay. Eher, ja, also ich bin auf jeden Fall 10 Stunden auf jeden Fall am Ackern jeden Tag, ja. Mindestens. Du hast auch da auf der Platte mit anderen Produzenten zusammengearbeitet. Mhm. Wie sah denn da die Zusammenarbeit aus oder wie kamst du dazu, auch mit anderen was zu machen? Super easy, weil Producer einfach, wie soll ich sagen, also weniger Egos haben als Rapper oft und einfach easygoing Personen sind, ja, die einfach, wie soll ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass die eben nicht auf Bühnen sind und nicht dieses Spotlight oft suchen, sondern einfach Typen sind, die geilen Sound machen wollen. Weißt du, wie so ein Tischler oder sowas, keine Ahnung, ja, der einfach den geilsten Tisch bauen will und auch ohne Spotlight und Interviews. Und das sind einfach, ja, deswegen glaube ich, war das einfach unkompliziert, ja. Und das waren sowieso alles Homies von mir, ja, mit denen ich sowieso oft Musik mache. Und ich wollte es auch ein bisschen so als, wie soll ich sagen, jetzt nicht Geste oder sowas, es klingt so Pate-mäßig, ja. Aber schon ein bisschen so, weißt du, so ein bisschen Reach-Out machen, so auf die Art, ey, kommt, lass uns da was Geiles machen. Weil oft auch Leute halt so sehen, so, ja, wenn ich den jetzt feature und der macht jetzt irgendwas Cooleres, dann nimmt er meinen Schein weg oder so, weißt du, oder das gehört nur mir, das Spotlight. Und so denkst du ja gar nicht. Null. Ich denke an das Endprodukt. Wenn das mit dem cooler ist oder wenn das mit dem Sinn ergibt, dann mache ich es mit dem, ja, so auf die Art. Also mir ist das, wie gesagt, das Produkt steht im Vordergrund, ja, die Musik. Und nicht ich als Typ, ja, also wie gesagt, mir ist das scheißegal, was die Leute von mir denken. Die Leute sollen was von meiner Musik denken und dafür bin ich da, ja, und ich bin sozusagen ein
ein Spirit, weißt du, so der Mucke macht, aber also der Rest interessiert mich eher wenig. Ja. Du hast so eine phänomenale Release-Party dann gehabt, die dem Thema Ride angelehnt dann hier in der Trambahn stattgefunden hat. Die, nicht Release-Party, sondern wie haben wir das genannt? Pre-Listening-Session. Pre-Listening-Session. Songs genannt, ja. Ja. Wie, also ich habe nur die Social-Media-Berichterstattung davon gesehen, dass ihr da durch die Trambahn gefahren seid. Du hast, glaube ich, live auch irgendwie Teil der Platte gespielt, teils Sachen selber live gezockt. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe die Platte einfach abgespielt. Ja. Sozusagen abgefeuert und ja, war super, super Event. Das war auch, das Ding war, die Idee habe ich schon länger gehabt, aber halt die Idee halt zu konkretisieren, beziehungsweise die richtigen Leute und die Hebeln zu pushen, habe ich dann so vielleicht 2 Monate maximal, 1,5 Monate davor gehabt. Ja. Also eigentlich Mission Impossible, ja, weil du brauchst ja auf jeden Fall ungefähr, was brauchst du da, vielleicht 2000 Euro für die Aktion, altogether, die BIM-Mieten, die Boxen und sowas, du musst dir das alles verkabeln, dies, das, brauchst Helferlein, also das waren schon, ich glaube, 2.000-3.000 oder sowas. Ja, und wir haben halt in kurzer Zeit mit den 808 Boys, speziell Babu, Shoutout, haben wir das alles aufgetrieben, ja, in kürzester Zeit, ja, und das hat dann geklappt und das war dann, wir haben die Plätze, was haben wir da gemacht, wir haben die nicht verlost, sondern wir haben ein paar verlost, glaube ich, so 2, 3 und der Rest war einfach per Event. So first come, first serve, base halt und die waren halt so nach einer halben Stunde waren die weg oder so, die ganzen Tickets. Und ja, da sind wir mit einer Straßenbahn durchs nächtliche Wien gefahren, an einem Freitag, musst du dir vorstellen, weil lauter Leute auf den Straßen sind, alle besoffen, alle Party, huha, und da fahrt so eine BIM, wie wir es nennen, durch die Gegend mit saulauter Mucke, mit saulauten Beats raus, weil wir haben eine fette Anlage gehabt. So. Grüße an die Klangfarbe, das sind auch meine Jungs, die uns die Anlage gegeben haben, die haben nicht wie sagt man, gekleckert, sondern geklotzt, weil die war, da waren so 3 Woofer oder sowas, das hat gehämmert da drin, das war, der Fahrer war auch schon wupp, 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 manchmal so mit dem Bass. Auch Shoutout an den Fahrer, das war ein richtig geiler Oldschool Wiener Fahrer, den habe ich sehr gefeiert, der war mega cool. Und ja, da sind wir halt mit so dröhnenden Bässen durch die Gegend gefahren an einem Freitagabend durch Wien und vor allem die Route war ja am Ring entlang, ja, das heißt, das ist der Spot, ja, da sind alle Touris und da ist das Nachtleben sozusagen rundherum. Das war schon special. Und man konnte nicht pissen gehen, was lustig war, weil die Leute dann schon alle, weil wir hatten natürlich auch Biersponsor und so. Und man konnte dann halt nicht wirklich pissen gehen und das war dann ein bisschen problematisch, ja, weil er kann nicht halten. Ja. Also nur im Notfall hat er auch gemeint, so, wenn ein Notfall vorliegt, kann er halten, sonst muss er die 3 Runden durchfahren. Und da waren schon ein paar Leute, die dann so, okay, die dann schon ein bisschen herumgezappelt sind in den Ecken und naja, ist auch alles gut gegangen, ohne gröbere Flecken und derartigen. Na, es war ein super Event auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall. For the books. Cool. Dann hast du mir das letzte Mal auch erzählt, dass du ja aufgrund auch vielleicht deines eigenen Anspruchs deine eigenen Platten nicht mehr anhörst. Hast du die nochmal angehört mit einer Red 2? Nach der Pre-Listening-Party nicht mehr? Nee. Tue ich auch nicht. Also auf Spotify vielleicht, wenn ich es mal erwische, aber die Platte, Vinyl, nee. Habe ich bestimmt, oder CD oder irgendwas so, Tonträger, habe ich bestimmt seit 10 Jahren nicht gemacht. Keine einzige von mir. Okay. Also wie gesagt, das macht mich dann wahnsinnig. Weil wenn ich es auf Spotify höre und irgendwas, einen Fehler höre oder so, dann ist es nicht so ganz greifbar. Oder beziehungsweise, sagen wir so, es ist schon auch natürlich draußen so, aber wenn ich es auf einer Platte vorspiele, ist es für mich, kann ich das visualisieren, dass das für immer ist und ich es nicht ändern kann, wenn ich da einen Fehler jetzt höre. Und das macht mich dann wahnsinnig und deswegen höre ich es nicht. Und ich höre immer einen Fehler. Wenn ich jetzt die Platte höre, sage ich, okay, das hätte ich vielleicht spurlauter, spurleiser, aber nichts Tragisches. Ich muss auch sagen, dass das die Platte ist, mit der ich am zufriedensten bin ever. Egal ob Rap, nicht Rap, instrumental, kanadische Elchs-Chöre. das ist auf jeden Fall mein Favorite. Einfach auch, wie es klingt. Wir haben es analog gemastert mit dem DJ Bass. Es war sehr viel Arbeit alles, aber es war es definitiv wert. Ich finde, man hört wirklich so das ganze Herzblut, das reingeflossen ist und alles, was ihr auch da am Schluss auch im Mastering gemacht habt, was halt alles an sich für sich alleine vielleicht nicht den Unterschied machen würde, aber eben die Summe aus allem da einfach echt eine Platte ergeben hat. Die in Wahrheit viel zu viel Aufwand. Ja. Wenn man es so jetzt rein nüchtern betrachtet, war es viel zu viel Aufwand. Ja. Aber halt, wo endet das oder wo hört das auf so auf die Art, ja, dass man zufrieden ist, beziehungsweise halt das Beste draus macht. Ja. Also für mich gibt es da kein Limit. Ja. Also wenn ich was machen kann, dann mache ich es, egal wie kompliziert es ist. Wenn ich das dann halt sozusagen dann am Ende halt besser finde. Ja.
Hast du denn trotzdem zu dem einen oder anderen Song noch eine besondere Beziehung, ohne dass du jetzt so die anderen deswegen abwertest? Aber Ja. Und zwar zu dem Flash It Forever Nip Song habe ich deswegen eine besondere Beziehung, weil A, ich wirklich, wirklich, wirklich Nipsey Hussle Fan war und ich habe letztens auch so eine Jahrescharts von mir gepostet, ich glaube von 2011 oder so, wo ich Nipsey drin hatte und im Nachhinein kann man auch schauen, ich glaube bei diesen Night Planet Mixtapes war überall Nipsey Hussle immer vertreten. Ja, ich habe den auf jeden Fall extrem gefeiert. Ja, und das Verrückte ist, ich hätte den 2014, wo ich in L.A. war, wollten wir nach Crenshaw fahren, eben zum Marathon Store und wollten eigentlich, was ich weiß, hätten wir da sogar irgendein kleines Meeting oder sowas versucht zustande zu bekommen, aber das hat dann nicht geklappt, wegen was auch immer. Und ja, und den Song habe ich halt so eine Woche, glaube ich, nachdem er gestorben ist, glaube ich, so, oder ich habe den gehabt, glaube ich, sagen wir so diese Chords, diese Roads, diese super ruhigen. Und zuerst gedacht, okay, das ist zu ruhig, was mache ich mit sowas? Das war einfach nur, ich habe da einfach nur herumgeklimpert, so 10 Minuten lang und habe dann vielleicht eine Minute davon genommen oder ein bisschen zusammengeschnitten. Und dann habe ich gedacht, okay, die Stimmung ist einfach so heftig, dass ich da irgendwie was Zeitloses, Episches draus machen will. Und dann habe ich begonnen, so alte Nipsey Hussle Acapellas zu suchen, wo er was Cooles sagt. Ja, und dann habe ich das alles so zusammengeschustert in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Und ich glaube, das ist so der emotionalste Song. Also immer, wenn ich den, auch jetzt noch, wenn ich den höre, geht es mir irgendwie anders. Gut anders. Ah. Ja, also jetzt nicht so, dass ich jetzt, aber ich glaube, und der ist auch der, den Leuten am meisten, glaube ich, nahe geht, glaube ich, so vom Feeling, glaube ich. Weißt du noch, wo du warst, als du von seinem Tod erfahren hast? Im Bett, im Halbschlaf, nach einem ganz, ganz langen Studiotag, wo ich nicht pennen kann, weil es oft so, wenn ich dann 10 Stunden arbeite, und dann irgendwie schon pennen muss, dann liegst du im Bett halt und der Kopf rotiert weiter noch, weil halt laute Musik und E-Mails, Zeug. Und dann kann ich halt nicht abdrehen und habe dann auf Twitter gesehen, also auf Insta gesehen, dass halt faktisch jeder zweite Post irgendwie darum ging, dass er angeschossen wurde. Und ich so, okay, scheiße. Weil wie gesagt, für mich war Nipsey halt mehr als ein Rapper, viel, viel mehr. Ja, das Rappen war mega und alles, aber einfach sein ganzer Charakter. Und das war einfach so, ja, es war ein Revolutionary. Der war einfach nicht zu vergleichen mit anderen, finde ich. Ja? Von dem ganzen Charakter, wie er sich gibt und was er, wie er seine Gegend verbessert hat, ja, zum Guten. Verändert hat zum Guten. Ja, ich habe dann, glaube ich, bis 3 in der Früh einfach habe ich gewartet, so wegen Updates und so. Ich war super müde und dann habe ich gelesen, dass er halt verstorben ist. Ja? Und da war ich halt, ich war wirklich fertig. Ja? Ich habe den nie getroffen, den Typen, aber der ist, es gibt solche Leute, weißt du, die man halt, wenn man die hört, zu denen man eine Verbindung aufbaut. Weißt du so, ohne jemals mit dem ein Wort gesprochen zu haben oder E-Mail-Kontakt oder sowas zu haben, sondern einfach man baut so eine starke Verbindung durch Musik auf, weil Musik ist ja sowieso Voodoo. Ja? Musik wirkt ja wie Voodoo, finde ich, wenn sie halt gut ist, ja, und du da empfänglich dafür bist. Und so war das für mich halt, ja, keine Ahnung. Und ich habe halt, mich hat das wirklich heavy getroffen. Das letzte Mal, wie gesagt, glaube ich, war, was ich in Interviews ein paar Mal gesagt habe, war, glaube ich, so Tupac, so, wo ich ein kleines Kind war faktisch. Da war ich 15, weißt du, oder wie alt war ich da? 16, keine Ahnung. Da war ich auch so 3 Tage lang fertig einfach mit dem Leben. Ja? So, also ich so, okay, scheiße. So, wie geht's ab jetzt weiter? So, ja? Weil ich halt auch natürlich, wie viele wissen, so LA assoziiert bin und West Coast assoziiert bin. Und für mich war Nipsey auf jeden Fall so der Anführer. Und jetzt hast du aber im Gegensatz, wo damals, wo du 15 warst, halt das Mittel der Musik, wo du das dem auch halt Ausdruck verleihen kannst. Genau. Ich finde, wie du sagst, Musik wirkt wie Voodoo. Also man merkt dem Song auch an, dass da einfach nochmal mehr auch einfach drinsteckt. Ich habe mir so Mühe gegeben, es war so unglaublich. Ich habe auf so Details geachtet. Ich bin da nächtelang gesessen, habe dieses Rhodes noch versucht, dass es noch wärmer und noch eingängiger wird. So. Also ja, und natürlich freue ich mich, dass das auch so, ich glaube auch bei den meisten Leuten so der Favorite ist vom ganzen Album. Ja. Also bei vielen, vielen. Du machst ja Musik als Job und arbeitest ja gedanklich vereinigt 24/7, vielleicht auch im Unterbewusstsein im Schlaf. Ja. Und bist ja, glaube ich, seit 2012, dass du das hauptberuflich machst und auch nichts mehr nebenbei. Hast du die Entscheidung jemals bereut bisher? Tja, nur zum Vergleich, was ich vor 2012 gemacht habe. Jetzt gar nicht so way, way back, sondern so 2011. Ja? Ja.
habe ich für ungefähr 850 Euro im Monat gearbeitet, habe ab dem 10. mehr oder weniger nichts zum Fressen gehabt, war am besten Weg, Alkoholiker zu werden. Also wie gesagt, ich könnte jetzt da 20 Sachen aufzählen und davon ist nichts Gutes. Ja. Das einzige Gute war vielleicht, dass ich ein paar Kollegen habe, mit denen ich einfach so liebe als Menschen, mit denen ich jetzt im Lager, vor allem der David, so Grüße Hardcore, mit dem war ich im Lager halt und der geht mir als einziger ab von dieser, von diesem Lebensabschnitt. Aber den sehe ich halt nicht mehr so oft, klarerweise, wie jeden Tag in der Arbeit. Aber nein, sonst ist alles negativ. Ja. Und ich kann halt einfach nur sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, das zu riskieren. Und es war damals auch nicht safe, dass ich jetzt, ich meine, es ist nicht mal heute safe. Ja. Aber man hat halt nach Jahren natürlich schon so Tactics, wo man halt weiß, wie die Rechnungen bezahlt bleiben. Auch keine Garantie, aber natürlich bin ich dann schon viel mehr drin in dem ganzen Hamsterrad und weiß natürlich schon, wie die Dinge laufen und wo ich meine Kohle herbekomme, bestenfalls. Aber damals war ich halt einfach komplett, ja, ich war halt einfach neu. Und plötzlich, okay, sitzt du dann zu Hause, so, du wachst drauf, ist 9 Uhr oder so, 9:30 und du denkst dir, okay, jetzt wäre ich in der Arbeit und jetzt bist du zu Hause. Was mache ich jetzt? Ja, okay. Schaust du die Gegend, drehst den Fernseher auf, so, denkst du, okay, cool, ja, heute könnte ich eigentlich gar nichts machen. Ja. Und irgendwann nach so ein paar Wochen merkst du, dass du halt einfach halt nicht deinen Gehalt bekommst jedes Monat für was auch immer, sondern wenn du nichts machst, kein Geld. Ja, das ist immer diese Formel, die dann irgendwie immer klarer wird. Ja, weil du einfach gewohnt bist, halt als normaler Angestellter bist du einfach gewohnt, du lieferst was auch immer ab und bekommst halt eine Summe, die sich halt, die halt dann bestenfalls dein Leben finanziert, was bei mir nicht der Fall war. Wie gesagt, ab 10. habe ich sowieso keine Kohle gehabt. Ja, und deswegen war das die allerbeste Entscheidung. Ja, und ich... ich denke mir manchmal, hätte ich es vielleicht früher riskieren sollen, ja, weil ich so lange, ich habe ja echt nur Scheißjobs gehabt, 15 Jahre, ich arbeite seitdem ich 18 bin, durchgehend faktisch, in Scheißjobs, ja. Und das wäre vielleicht das Einzige, wo ich mir denke, okay, vielleicht hätte ich da, vielleicht das früher riskieren sollen, das alles, dass ich alles zur Seite haue und sage, okay, ich fokussiere mich. Aber das ging halt auch nicht, da muss ich mich in Schutz nehmen, weil ich halt einfach 2012 so einen kleinen Vorschuss bekommen habe von einem Verlag. Und der Vorschuss sozusagen mein Leben für ungefähr ein Dreivierteljahr finanziert hat. Und in dem Dreivierteljahr habe ich mir gesagt, okay, versuche ich mein Leben aufzubauen, mein richtiges Leben. Also nicht das Beruf, sondern das Musikleben, für was ich eigentlich lebe. Ja, und Gott sei Dank, Klopf auf Holz und alles andere hat das halt genauso geklappt, wie ich das versucht habe umzusetzen. Ja, und jetzt, die Zeit vergeht so crazy, ja, das ist halt 7 Jahre schon her, 7 fucking Jahre. Ja, und du denkst, Alter, 7 Jahre lebe ich schon von diesen komischen Beats. Von Beats lebe ich 7 Jahre, geht das überhaupt? Es ist manchmal immer noch für mich so unrealistisch. Ja? Es ist einfach so unrealistisch. Aus Wien von Beats leben, ich bin auch einer von ganz, ganz, ganz wenigen. Du kannst auf einer Hand abzählen, so. Wenn überhaupt. Mit Rappern, ja, aus Österreich. Ja, aber ich bin halt so, dass ich halt, ich bin so humble in dem Sinn, dass ich einfach weiß, dass ich jederzeit halt wieder zurückfallen könnte. Ja, meine Angst hat immer, dass ich zurückfall auf, okay, ich bekomme keine Kohle mehr, ich muss wieder einen scheiß Lagerjob oder sowas machen, ist so groß bei mir, dass ich deswegen, glaube ich, so ein Output habe und so arbeite, wie ich arbeite, weil ich einfach nie wieder zurückgehen will zu dem Leben, was ich gehabt habe. Nie wieder. Ja. Ja, und ich glaube, das beschreibt sehr gut, glaube ich, meinen Drive, den halt viele nicht verstehen oder nicht nachkommen, weil die einfach nicht so viel Output haben. Ja, ich glaube, das ist so die Hauptmotivation für meinen Drive. Weißt du denn auch, woher dein Drive kommt, weil du dich musikalisch immer weiterentwickelst, also nicht nur Beats machst, sondern du machst ja irgendwie was dann ein Jahr später und es klingt wieder komplett anders und einfach, einfach neu und ja, fresh und inspiriert. Also was wichtig ist, was das Wichtigste eigentlich ist, dass man einfach wirklich checkt, was in der Welt um sich herum abgeht. Ja, jetzt nicht nur natürlich musikalisch sowieso, aber halt generell einfach, dass man ein bisschen up-to-date bleibt mit Dingen. Sei es Mode, sei es egal was, Weltgeschehen, sei es Politik, dass man einfach ein bisschen einen Weitblick hat und ein bisschen überall ein bisschen Ahnung hat. Ja? Und Musik natürlich halt to the extreme sozusagen. Ja? Also ich höre mir jeden Tag, keine Ahnung, super viele Sachen an. Davon finde ich super viel Schrott, ja, und finde es nicht cool, aber sehr vieles finde ich sau interessant. Ja? Und so komme ich halt auch zu meinen Kontakten. Ja, und dann, man sieht sich ja sowieso, gerade in Deutschland, irgendwo früher oder später sieht man sich sowieso oder connected über Insta. Ja, und aus dem entstehen halt irgendwie Songs und halt Freundschaften dann auch, ne, klarerweise. Ja. Und deswegen, ne, ich bleib halt, ich versuche einfach am Puls der Zeit zu bleiben. Ja. Und ich, das heißt nicht, dass ich alles gut finde. Lange nicht. Aber ich will mir einfach alles reinziehen. Ich will einfach genau wissen, was jetzt 2019
im Dezember Leute releasen. Von 20-Jährigen bis zu 40-Jährigen, bis zu 60-Jährigen. Ich höre mir auch, keine Ahnung, natürlich auch irgendwelche Altrocker an, die, weißt du, weil ich einfach interessiert bin, okay, wie setzen die ihre Formel in den 80ern, die so gut funktioniert hat, in dieses Jahr um? Wie klingen die? Klingen die hängen geblieben oder, wie gesagt, Musik ist für mich Voodoo halt. Ja, und es interessiert mich einfach, wie Leute ihr Voodoo praktizieren. Ja. Gerade vorhin haben wir noch so ein bisschen darüber gesprochen, dass du auch immer einen sehr vollen Terminkalender hast, sehr viele Projekte irgendwie am Laufen hast, was ja, wie du es gerade erzählt hast, ja gut ist, dass du so viel zu tun hast. Also wenn ja nichts los wäre, dann wäre das ja auch ein schlechtes Zeichen. Deswegen gehst du ja auch mit Midnight Ride 2 auf Tour Anfang nächsten Jahres. Wie laufen die Vorbereitungen bisher? Ach, alles gut. Große Vorbereitungen von meiner Seite gibt es da nicht. Ich ziehe mein Programm durch, ich spiele meine Beats, mache meine Schnapsrunde. Ich bereite mir viele Edits vor, hab einige Remixe, die man noch gar nicht kennt. Also bei mir geht es halt immer um den Überraschungseffekt, würde ich jetzt mal eher sagen, was ich vielleicht droppe an dem Abend. Ja, es kann sein, dass ich teilweise 80% unreleasedes Zeug droppe, was keiner kennt. Ja. Und manchmal, wenn ich halt merke, dass halt die bekannteren Sachen besser abgehen oder vielleicht die Leute eher auf das Bock haben, spiele ich dann vielleicht mehr von dem Zeug. Aber prinzipiell Vorbereitungen meinerseits gibt es nicht viele. Außer, dass ich halt mich dann eintrinken muss schon langsam ab Anfang Februar. Damit das Pensum dann dich nicht umhaut. Genau. Und halt und halt ein bisschen Sport machen, einfach versuchen und einfach sich ein bisschen bewegen, dass man halt bei der Tour nicht komplett abkackt. Ja. Aber ich glaube, die Vorbereitungen sind da beim Booker auf jeden Fall, der hat da mehr zu tun als ich. Okay. Abgesehen von der Tour, was von den nächsten Projekten ist schon spruchreif, was man sagen kann? Außer natürlich die meistgestellteste Frage nach der Gambo 3. Aber die erspare ich dir an der Stelle. Hast du zufällig das Interview beim Jean-Marc gesehen letztens vielleicht? Ja, ich hab tatsächlich an der Stelle schon die erste Stunde gesehen. Okay, okay. Dann bist du ja schon ziemlich weit gekommen. Ja. Da ging es genau um das auch, wo ich ihn gefragt habe, so wie würdest du es raushauen? Einfach so, dass ich eine Meinung habe. Ja. Weil ich, mein Problem mit der Gambo 3 ist ja folgendes, ja, dass einfach der Sound ist cool, ich feiere das ja eh noch so, aber das bin halt nicht mehr ich jetzt. Und ich möchte halt jetzt in der Jetztzeit nichts rausklatschen, was ich vor 5 Jahren gemacht habe. Auch weil ich so oft gehabt habe, meiner DMC8-Platte zum Beispiel. Ja. Also so, alle so, ja, geile Beats. Ich so, Digga, den habe ich 2010 gemacht, den Beat. Den habe ich 2011 gemacht. Ja, also du wirst, ich meine, es geht, glaube ich, jedem Künstler so, du wirst nicht unbedingt, ja, wenn es nicht anders geht, natürlich wirst du nicht an irgendwas gemessen werden, was du vor 10 Jahren gemacht hast. Weil du bist, teilweise bin ich 4 Wochen später ganz woanders im Kopf schon. Geschweige denn in 10 Jahren, weißt du so. Deswegen ist das ein bisschen schwierig mit dieser ganzen Platte, ja, weil ich glaube, ich habe 3 Gambo 3s. Die können nachher gerne reinhören, so, weißt du, wenn das Ding da hier off ist. Ja. Und die Leute schreiben mir so nach dem Interview eben, ja, dann klatsch doch Volume 1 bis 3 von Gambo 3 raus so und halt genauso wie es damals war. Und das wäre vielleicht noch die einzige Variante, wo ich mir vorstellen könnte, dass man halt das Jahr hinschreibt, 2015 entstanden, in den Sessions und echt vielleicht so eine rohere Geschichte, ja, dass ich einfach meinen Perfektionismus einmal abschalte und einfach das, wie es jetzt auf der Festplatte ist, vielleicht noch ein bisschen besser mischen und raus damit. Das ist so mein, vom Gefühl her, das Einzige, wie das noch funktionieren könnte. Weil wenn ich das jetzt angehe, wird die Platte eine ganz andere. Ist immer so. Wenn du das aktuelle Gewürz über das, wie du jetzt drauf bist, dann werden die Beats anders. Das ist dann kein Gambo mehr. Das ist dann einfach irgendwas, was ich jetzt einfach mache. Und das möchte ich eben nicht. Ich möchte diesen Spirit schon beibehalten, aber dann darf ich einfach nicht mehr eingreifen als ich jetzt. Deswegen glaube ich, ich habe nach der Sendung auch Feedback bekommen und alles, ja, das ist die geilste Idee, einfach Jahrestitel dazu schreiben und Volume 1 bis 3 und einfach so rausklatschen. Aber ich muss halt mich überwinden, ja. Ich bin halt oft mein größter Feind so. Kann ich total verstehen, weil du ja auch deinen Anspruch an dich selbst, dich ja auch immer selber ausmacht. Aber ich glaube, dass es mit den Beats vielleicht in gewisser Weise auch ist, so mit alten Fotos, dass du halt drauf guckst. Natürlich hast du jetzt einen komplett anderen Style, wie du rumläufst, wie du aussiehst. Und guckst dahin und denkst dir, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Aber ich finde es trotzdem immer so als Zeitdokument, also für einen selbst und für andere auch eigentlich unglaublich wertvoll. Super wichtig. Und wenn du das mit den Beats ja auch irgendwie so machst, dass du die Jahreszahlen dahinter schreibst und dass vielleicht ja auch irgendwie du eine Entwicklung als Außenstehender nachverfolgen kannst, was hat dich in dem Moment inspiriert,
fände ich das aus einer Fanperspektive heraus wahnsinnig toll, also das nachzuverfolgen. Was hast du 2013, was hat dich da einmal inspiriert für Dembélé oder 15 und dann selber so nachzuvollziehen, wow, da war er auf dem Film oder hier, und das würde für mich auch keinen Abbruch davon tun für das, wie du jetzt produzierst. Ja, ich bin da 100% bei dir. Ja, es ist einfach nur, wie klatsche ich das raus? Ja, so, ich brauche einfach nur einen Blueprint im Kopf, dass ich halt, normalerweise ist es immer so. Ich habe eine Idee, zum Beispiel die neue Platte, die nächstes Jahr rauskommt. Ich sage dir dann, wenn das auch off ist, wie die heißen wird. Ich möchte noch nicht, ich möchte dann echt so mit einem Karacho, weil wird vielleicht auch ein neues AKA, so ein neuer Name. Aber genau das, ja, ich habe eine Vision und dann, sobald ich die Vision habe, dann ist die Platte in 2 Monaten fertig. War ja bei Midnight Ride 2 genauso, genauso. Ich arbeite dann wie ein Wahnsinniger, schlaf nichts, friss nichts, ja, und mache halt nur Ziel wie so ein Esel, ja, der rennt halt hinter Karotte hinterher. Oder machen das Pferde? Esel machen es auch, glaube ich, auch. Ich feiere Esel, deswegen sage ich Esel. Und lauf dem halt hinterher, bis das Scheißding fertig ist. Ja. Egal, wie lange ich da sitze oder egal, was es auch irgendwie an Opfern bringen mag von mir, von meiner Seite aus. Aber da fehlt mir eben noch die Vision zu dem. Deswegen ist die Platte nicht fertig. Ja. Sobald ich die Vision habe und sage, okay, pass auf, ich rufe HV an, ich rufe Vinyl Digital an oder keine Ahnung und mache das und habe da einen Plan, aber mein Fokus ist jetzt halt, halt auf der neuen Platte nächstes Jahr. Ist eh scheiße, ich weiß eh, dass es nicht cool ist, ja, weil, ja, aber ich meine, wir haben alle auf Festplatten solche Juwelen, ja, und da bin ich nicht der Einzige. Jedes Mal, wenn ich zu Kollegen fahre, egal welches Land, ja, egal wo, Producer, auch Rapper, die haben teilweise Sachen, das weißt du selber, wegen der Hamburg-Geschichte, Said, das waren alles unreleased Songs, so, un-fucking-released, ja, aber halt alle haben das halt, ja, und dann denke ich mir dann, okay, ich bin eh nicht der Einzige so, ja, der halt alles irgendwie, einiges verstauben lässt. Ja, es ist nun mal so. Wenn ich jetzt alles rausklatschen würde, was ich mache, hätte ich am Tag einen Release. Ja. Ich glaube, das hält ja auch immer die Magie auch so ein bisschen so mit in der Luft, weil ich mir natürlich, auch wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, es ja auch immer noch so eine Detox-Platte von Dr. Dre anscheinend gibt, die auch nie rausgekommen ist und wo man ja auch immer nur Mutmaß aus der Fanperspektive. Aber die gibt's, das weiß ich. Ich weiß, genau. Dass die gibt aus von meiner West Coast Collision. Die gibt's safe. Also. Und ich stelle mir einfach immer nur vor, wie sie klingt, und das finde ich schon immer auch so geil. Und manchmal denke ich mir schon fast wieder, ich stelle mir meine Vorstellung alleine, beflügelt mich so sehr, dass man sie fast eigentlich noch nicht mehr hören will. So. Und, aber das finde ich auch, wenn ich auch an die Songs von Said denke, die da unreleased, ja, die Verses, die da so kamen, ich ziehe da irgendwie selber sowas draus, so für mich, aus einer Perspektive, dass ich das super finde. Und ich glaube, dass bei dir mit der Gambo 3, ich einfach glaube, dass in dem Moment, wo du weißt, wie du es rausbringst, ich einfach weiß, dass sie dann auch kommen wird. Und guck mal, du hast ja auch gar nicht daran den Anspruch, dass sie jetzt so aktuell sein muss. Deswegen ist es auch immer noch in 3 bis 4 Jahren, wenn du zwischendurch 10 andere Projekte wieder gemacht hast, auch immer noch was du rausbringen kannst. Sie ist sowieso zeitlos. Ja, also gerade die Platte ist noch eher zeitlos, weil die halt wirklich klassischster Branky ist. Ja, Sample gechoppe wie ihre, ja, und wenig Synthesizer eher. Also es war eher, ich sage jetzt mal, eher sehr Sample basiert. Aber ja, das ist halt, wie gesagt, es ist wirklich schwierig, die Vision da irgendwie zu bekommen. Ja, und das mit den Jahren muss ich machen, glaube ich. Ja, dass ich einfach die Jahre dazu schreibe. Und das ist für mich auch so ein bisschen so wie so eine Schutzwand, ja. Dass die Leute nicht glauben, dass ich das jetzt gemacht habe. Nochmal, ich schäme mich nicht dafür, ja, jetzt, aber trotzdem, das habe ich halt vor 6 Jahren gemacht, ja. Und ich möchte halt nicht, dass jemand 2020 glaubt, dass ich das letztes Monat gemacht habe. Prank is back on the sample film. Tabu. Bin ich sowieso immer gewesen. Ja, ist nicht genau, so, dass ich weg wäre, aber ja, wie du siehst, halt, ja, ich mache mir meine Samples selber seit geraumer Zeit und versuche die halt so authentisch zu klingen lassen, dass sie wirklich alt klingen. Und deswegen dieser ganze Synthesizer-Wahn hier. Ja. Aber du bringst ja auch trotzdem noch in regelmäßigen Abständen was raus und bist nicht wie bei manchen Bands, wo man irgendwie 13 Jahre auf ein neues Album warten muss. Von daher kannst du dir auch selber da den Druck, der da natürlich manchmal in den Kommentaren überhand nimmt, einfach ein bisschen rausnehmen. Ja. Meine liebste und letzte Frage ist natürlich, wir haben am Anfang über Wien gesprochen und auch über andere Städte, und stell dir vor, dass du frei hast und am Flughafen bist und du könntest dir aussuchen, wo du hinfliegen willst. Wo würdest du hingehen und warum? Puh. Also ich denke, ich würde nach Island fliegen oder Schottland, eins von beiden. Warum? Ja, einfach Island, natürlich auch die Menschen und dieser ganze Troll-Wahn, den sie leben. Ich finde das einfach so geil. Ja. Das sind einfach so wie wirklich so, einfach die Björk war für mich immer so die Isländerin, ja, und in Wahrheit sind die schon ähnlich alle. Ja. Die sind einfach so geil, crazy und so angenehme Leute einfach,
und das Land, es schaut einfach so unglaublich aus, ja, von der Vegetation und von allem. Das reizt mich schon enorm, ja, und Schottland halt detto, ja, also da durch die Gegend halt und einfach, ich stelle mir es sicher auch kitschig vor, ja, klarerweise, aber ja, mich reizt halt sowas mehr, weil ich halt einfach auch mehr, ich sage jetzt mal, mehr Regenkind als mehr Sonnenkind bin, ja, also mich zieht's, vor allem wenn es regnet, ich bin in meinem Element, ja, so. Ich fühle mich super wohl, weißt du, ich mache Mucke und mache das und mache alles so in meinem Tempo und wenn es draußen warm ist und so, denke ich mir, scheiße, ich müsste eigentlich rausgehen. Fuck, aber ich habe keinen Bock oder ich will nicht, das ist viel zu heiß oder ich muss das machen. Und wenn es regnet, denke ich mir, okay, cool, es regnet sowieso. Aber beim Regen, also beim wenn es regnet, ist das Musikmachen auch irgendwie, keine Ahnung, viel geiler. Ja, ist also ja auch ein Vibe, der da irgendwie von draußen mit reinkommt. Und ich zitiere auch immer einer der besten so Kindheits- bis heute so Erinnerungen ist, wenn man halt im Bett liegt und man liegt unter so einer Schräge und das prasselt so der Regen so drauf. Ich finde, ich habe immer nie in meinem Leben so mega irgendwie geschlafen von der Atmosphäre her, irgendwie da. Deswegen kann ich das auch mit Island, wir haben spannenderweise auch gestern drüber gesprochen, ja. Ist auch auf jeden Fall gefallen. Also ja. für mich auch das Ziel, einfach da einmal einen Range Rover und einmal quer. Wahnsinn, quer Wahnsinn. Über die Insel. Das ist einfach so, aber das muss ich mir auf jeden Fall noch gönnen demnächst. Ich bin ja nicht der größte Flugfan, deswegen sind alle Sachen, wo ich fliegen muss, immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden die so, aber ja, muss sowieso jetzt wegen Natur auch mehr fliegen, also ich muss wieder ein bisschen reinkommen in das Ganze. Okay. Frank, wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter. Auf jeden quatschen. Fall, aber das Bier ist aus, deswegen genau. Sagen wir, wenn das Bier aus ist, ist ein guter Moment. Ist auch das Interview vorbei. Ja. Ich freue mich mega auf die Tour, geht im Februar los. Ja. 7. Februar, wo starten wir, weiß ich nicht, ich glaube irgendwo in Bayern starten wir. Genau, 20.02. sehen wir uns auf jeden Fall in Hamburg. Genau, ja. Freue ich mich drauf und bedanke mich auf jeden Fall für das wunderbare Gespräch. Danke euch fürs Kommen und wir gehen jetzt, glaube ich, Bier holen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, danke. Thank you.